Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Methodenvideo. Heute schauen wir uns die Aufgaben 305 bis 307 aus meinen Übungsmaterialien zur Methodenlehre 1 an. Das Kapitel 3 heißt Messen und Testen, das heißt, heute geht es auch mal wieder um Skalenniveaus. Bei der Aufgabe 305 haben wir 5 Fragen aus einem Fragebogen und wir sollen das Skalenniveau bestimmen. Das erste Item ist, welches Geschlecht haben Sie? Das ist natürlich nominal skaliert. Also wir wollen hier nur sagen, es gibt unterschiedliche Geschlechter, nicht dass eins besser oder schlechter ist als das andere. Dann haben wir die Frage, wie alt sind Sie? Das ist natürlich verhältnisskaliert, denn ich kann Verhältnisse bilden. Ich kann zum Beispiel sagen, 20 Jahre, das ist doppelt so viel wie 10 Jahre. Die dritte Frage, da geht es um die höchste Geschwindigkeit, die Sie jemals gefahren sind, in Kilometern pro Stunde und Kilometer pro Stunde. Da sehen wir schon, das muss ja eine Verhältnisskala sein. Und tatsächlich kann ich natürlich auch hier wieder Verhältnisse bilden. Ich kann sagen, 130 km/h ist doppelt so viel wie 65 km/h. Die nächste Frage, wie hoch schätzen Sie das Risiko eines Unfalls ein? Sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch. Das ist natürlich ordinal skaliert. Also wir sehen, das steigt an, aber die Abstufungen zu interpretieren, die sind nicht zwingend gleich groß. Also der Abstand zwischen sehr gering und gering und mittel, da kann natürlich jetzt niemand behaupten, dass das der gleiche Abstand wäre. Deswegen nur Ordinalskala, keine Intervallskala. Und die letzte Frage ist, wie lange fahren Sie durchschnittlich Auto in der Woche? Und da dürfen Sie jetzt nicht hereinfallen, denn wir haben hier zwar Angaben in Minuten und auch Stunden und theoretisch wäre es möglich, eine Dauer als Verhältnis skaliert natürlich anzugeben, aber hier sehen wir, dass die Abstufungen zwischen den Skalenpunkten nicht gleich groß sind und das bedeutet dann wieder, dass das ordinal skaliert ist. Tatsächlich ist es so, dass diese Frage hier auch nicht so gut gestellt ist. Also wenn Sie einen Fragebogen machen, dann fragen Sie einfach nach der durchschnittlichen Zeit in Stunden, also dass jemand in ein numerisches Feld diese Stunden eingibt. Okay, das war's schon zur 305. Gehen wir weiter zur 306. Da ist die Frage, wir haben hier 3 Kategorien, gesunde, Neurotiker, Psychotiker. Welches Skalenniveau haben wir? Da gibt es jetzt eigentlich 2 Lösungen. Die eine ist, wir sagen, das sind wirklich nur verschiedene Kategorien. Also wir wollen sagen, das sind verschiedene Krankheiten oder eben auch Gesundheitszustand und wollen nicht sagen, dass eins besser oder schlechter ist. Und dann würden wir sagen, das ist nominal skaliert. Wir könnten aber auch sagen, die Schwere der Krankheit ist hier abzubilden und von gesund zu Neurotiker zu Psychotiker steigt die an. Das heißt, dann hätten wir eine Ordinalskala. Also je nachdem, wie Sie das dann begründen, können Sie hier zwischen 2 Varianten wählen. Und dann haben wir nur noch die Aufgabe 307. Hier ist die Frage, kann man bei einer Intervallskala sagen, dass eine Person A, die auf dieser Skala einen Wert von 20 aufweist, doppelt so viel von dem gemessenen Merkmal hat, wie eine Person B, deren Wert 10 beträgt? Und das geht natürlich nicht, denn auf einer Intervallskala darf ich keine Verhältnisaussagen machen. Das würde nur auf einer Verhältnisskala gehen. Das klassische Beispiel zwischen Intervallskala und Verhältnisskala ist sicherlich die Temperaturskala. Die können wir nämlich angeben in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit und dann aber auch in Grad Kelvin. Und nur in Grad Kelvin wäre das eine Verhältnisskala und nur dort könnte ich Verhältnisaussagen machen. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Also wenn ich sage, gestern waren es 10 Grad, heute sind es 20 Grad, dann darf ich nicht sagen, wenn ich in Grad Celsius messe, dass das doppelt so viel ist. Ich kann zwar sagen, der Unterschied beträgt 10 Grad Celsius, aber ich kann nicht sagen, es ist doppelt so warm. Und das wird deutlich, wenn man das umrechnet, denn 10 Grad Celsius sind 283 Grad Kelvin und 20 Grad Celsius sind 293 Grad Kelvin. Und da sehen wir, auf der Verhältnisskala ist das natürlich nicht doppelt so viel. Das könnt ihr auch machen mit der Fahrenheit-Skala, da werdet ihr merken, diese verschiedenen Skalen, die sind dann natürlich nicht konsistent. Nur auf der Kelvin-Skala kann ich Verhältnisaussagen machen. Okay, das waren schon alle 3 Aufgaben. Ich hoffe, Sie konnten was lernen. Wenn Sie noch mehr Übungsaufgaben haben wollen, ich habe unten die Übungsmaterialien verlinkt. Ansonsten gibt es natürlich auch auf diesem Kanal noch einige Videos, insbesondere zu Skalenniveaus. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!